Kenia bietet schöne, sehr abwechslungsreiche und interessante Landschaften. In zahlreichen großen Reservaten leben viele wilde Tiere. Darunter auch alte, große und kleine junge Elefanten, die zum Teil durch die eisenhaltige Erde rot eingefärbt sind. Die Jagd ist in Kenia verboten. Der Zustand für die Tierwelt scheint idyllisch. Doch dieser Schein trügt. Rascher Bevölkerungszuwachs verbunden mit oft illegaler Landnahme am Rande der Tierreservate hat in den vergangenen Jahren zunehmend zu Konflikten zwischen Elefanten und Siedlern geführt. Auch andere Tierarten sind durch Wilderei und Fallensteller bedroht. Nikodemus hat bereits eine große Menge dieser Fallen gefunden und unbrauchbar gemacht. Solche Aktionen werden vom deutschen Verein Rettet die Elefanten Afrikas sowohl in Kenia als auch in anderen afrikanischen Ländern finanziell unterstützt. Der Verein, von Hans-Helmut Röhring in Hamburg gegründet, engagiert sich auch für den von Daphne Sheldrick eingerichteten Elefanten-Waisen-Kindergarten in Nairobis Nationalpark. Gerade wird ein Elefantenbaby eingeliefert. In der Nähe des Laikipia-Sees fiel es in das tiefe Wasserloch von Siedlern. Seiner Familie war es nicht gelungen, es da wieder rauszuholen. So wurde es schließlich im Wasser des Loches stehend allein gelassen. Die Nacht muss für das erst 2 Wochen alte Tier ganz furchtbar gewesen sein. Dementsprechend ist der kleine Bursche jetzt ein Häufchen Unglück. Er erscheint apathisch, hat eine beschleunigte Atmung und erhöhte Körpertemperatur. Die Keeper versuchen ihm etwas Flüssigkeit einzuflößen. Der Tierarzt kommt und injiziert Antibiotika. Dann versucht ein nur wenige Wochen älterer Waisenelefant eine erste Kontaktaufnahme. Liebe Elefantenfreunde, wir befinden uns hier in Nairobi im Waisenhaus für Elefanten. Das Waisenhaus wird betrieben von Daphne Sheldrick, dem David Sheldrick Wildlife Trust, mit dem Sinn, kleine Elefanten, die ihre Mutter verloren haben, wieder auszuwildern. Das Ganze ist ein sehr umfangreiches Unternehmen, welches mittlerweile mehr als 50 Mitarbeiter hat. 4 davon sind gerade hier bei mir. Das sind die Keeper, die tagtäglich 24 Stunden am Tag für die Elefanten da sind, mit den Elefanten leben, sie anfänglich mit Milch großziehen und dann später irgendwann auf das Leben in der Wildnis vorbereiten. Im Vergleich mit dem Neuankömmling sind die anderen Waisen putzmunter. Man merkt sofort, wie wohl sie sich fühlen. Kein Vergleich mit dem tristen Dasein von Elefanten in Zirkussen und Zoos, die oft Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Kleine Elefanten vertragen keine Kuhmilch. Daphne Sheldrick ist es gelungen, für sie eine Spezialmilch zu entwickeln. Mit ihr gelingt sogar die Aufzucht von Elefantenbabys. Im Moment haben wir 11 kleine Elefanten. Von 2 Monaten bis zu einem guten Jahr. Und die kleinen Elefanten verbringen den ganzen Tag von morgens um 6 bis abends gegen 6 Uhr hier draußen im Nationalpark, werden ständig begleitet von einer ganzen Gruppe Keeper und sind nachts in ihren Boxen zusammen jeweils mit einem Keeper, der die ganze Nacht für den Elefanten da ist. Nicht jeder kleine Elefant schafft es ohne Mutter, aber die meisten, wenn sie es denn die ersten 6 Monate geschafft haben, werden glückliche kleine Elefanten und werden später im Tsavo East Nationalpark wieder an das Leben in der Wildnis gewöhnt.
Wir sind jetzt hier in der Reisenstation in Tsavo East in Isumba. In Isumba, mittags gegen 12 Uhr. Die Elefanten planschen im Hintergrund im Wasser. Und ich sitze hier mit Benjamin, dem Headkeeper, und unterhalte mich über die Situation, wie es hier ausschaut. Und Benjamin, wie sieht es im Moment aus? Wie viele Elefanten habt ihr hier in der Station? Right now here in Isumba we have got 30 elephants. Im Moment haben wir 30 Elefanten hier in Isumba. Einige von ihnen sind bereits unabhängig. Die anderen bereiten sich darauf vor, ihre menschliche Familie zu verlassen. They always leave at 6 in the evening and come back in the morning, or maybe sometimes they don't. Meist gegen 6 Uhr abends ziehen sie in den Bus und kehren morgens zurück. Manchmal bleiben sie auch länger weg. Doch sie kommen gern zurück. Die Älteren, weil sie immer Wasser zum Baden und Matsch zum Suhlen vorfinden. Die Jüngeren, weil sie ihre Milch bekommen. Sie lieben es, im Matsch zu suhlen, der gut gegen die Insekten ist. The routine here is that we wake up very early in the morning at 5:30. Die Routine ist, dass wir bereits morgens um 5.30 Uhr die Milch zubereiten, die um 6 Uhr an die Jüngeren verteilt wird. Danach wird entschieden, wohin sie in den Bus gehen. Half water before deciding of which direction to go. So the keepers only follows the elephants. The elephants decides where to go. So the keeper folgen nur. Die Elefanten bestimmen, in welche Richtung sie laufen möchten. Ahem, when they bring them for the mud bath. Gegen 11 Uhr bringen dann die Keeper sie zum Matschloch, an dem wir uns gerade befinden. Thank you very much. You're welcome. Ein Mensch kann einen Elefanten, vor allem wenn der in die Pflegejahre kommt, nicht durchgehend artgerecht erziehen. Diese Aufgabe übernehmen deswegen in Tsavo East die Älteren der Tiere. Das Verhältnis der Elefanten zu den Keepern bleibt deswegen entspannt und die Männer können sich zwischen den Elefanten ohne Waffe, Stock oder Spieß sicher bewegen. Hier wird keines der Tiere geschlagen. Obwohl sie frühzeitig reichlich Grünzeug futtern, werden Elefanten auch in der freien Natur noch gelegentlich bis zum 4. Lebensjahr von ihren Müttern gesäugt. Daphne Sheldrick, Gründerin des Elefantenkindergartens in Nairobi, hat weltweit die größte Erfahrung mit der Aufzucht und Auswilderung von Elefanten. My name is Dame Daphne Sheldrick. I run the David Sheldrick Wildlife Trust. Mein Name ist Dame Daphne Sheldrick vom David Sheldrick Wildlife Trust. Ich möchte mich bei allen deutschen Paten bedanken, die mit ihrer Hilfe das Waisenprojekt sehr unterstützen. Sie sehen es sicherlich auf den Internetseiten, wie viel Erfolg wir mit der Auswilderung hatten. 100 Elefanten sind bereits ausgewildert. Einige unserer älteren Waisen haben Kontakt zu den wilden Elefanten. Sie bereiten sich ganz normal auf die Wildnis vor. Nochmals danke. Ohne Ihre Hilfe wären wir nicht in der Lage, dies durchzuführen.